Hallo, ich habe hier den Tellerschleifer TS305 aus dem Hause Holzmann. Die 305 steht für den Durchmesser der Schleifscheibe von 305 mm. Damit ergibt sich eine maximale Schleifhöhe von ca. 17 cm. Der TS305 wiegt ca. 26 Kilo. Dieses hohe Eigengewicht reicht, dass er sicher steht auf seinen Gummifüßen. Eine weitere Befestigung ist absolut unnötig. Der 305 hat einen sehr kraftvollen Motor von 750 Watt mit einer Luftkühlung und ist damit für Dauerbetrieb ausgelegt. Hier sehen wir den Absauganschluss, komplett alles aus Gusseisen. Auf der anderen Seite befindet sich der entsprechende Notausschalter. Und der Tisch lässt sich im Winkel von 0 bis 45 Grad kippen. Leider hat er keine Rastung. Es gibt da noch hochwertigere Modelle mit einer Zahnstange, sodass man hier am besten den Tisch mit einem Winkelanschlag einstellt. So, ich will mal kurz die Rastung zeigen, beziehungsweise den Neigungswinkel. 0 bis 45 Grad. Ein Winkelanschlag gehört auch dazu. So, hoppla. So, das Gerät ist wirklich sehr kraftvoll und sehr laufruhig. Ich stelle es mal kurz an. Und wir schleifen mal kurz. So, wer mehr schleifen möchte und öfter, sollte sich überlegen, ob er die Klebescheibe durch eine Klettscheibe ersetzt. Die Klettscheiben sind etwas günstiger und in einer größeren Menge kosten die in etwa so 2 Euro das Stück. Das ist bei der Größe durchaus günstig. So, das Gerät macht einen soliden Eindruck und ist im Handel so ab 200 Euro zu haben. Und ich denke, der Preis ist der Größe und der Leistung durchaus angemessen.